Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Episode von Fallout 76 hier bei eurem Bombardin. Wir sind im Herzen von Fort Atlas und haben ja in der letzten Folge Bekanntschaft mit Ritter Shin gemacht, ein ganz sympathischer Geselle, der uns jetzt weitergeschickt hat zu Gelehrte Valdez. Was gibt's Neues aus dem Ödland? Hi. Hallo. Hi. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber was genau machst du hier oben? Naja. Mit dir sprechen. Du möchtest dabei sein? Ja. Und Ritter Shin hat dich geschickt? Mhm. Dann ist das unser Glückstag. Oh. Paladin Ramani entscheidet darüber, aber der Ritter und ich haben einen gewissen Einfluss. Zufällig brauche ich jemanden, der mir bei einer kleinen Mission hilft. So, so. Wenn du interessiert bist, nehme ich dich mit und setze dich ein. Wenn du es gut machst, schreibe ich dir eine Empfehlung. Wie wär's? Hey, Entschuldigung. Ich rede hier gerade. Verpiss dich. Ja, verzwiebel dich. Aber ganz flotti Karotti, du. Glaub, mein Schwein pupt. Hi, Entschuldigung. Na klar. Mach ich mit, aber... Sag mal, worum geht's denn bei dieser Mission genau? In unserer neuen Basis wimmelt es von alter Technologie. Aber ich möchte was Spezielles untersuchen. Hm. Es geht in einen abgesperrten Bereich unterhalb von Atlas. Ich möchte nicht unbedingt allein gehen, also hätte ich gern Verstärkung. Na klar. Selbstverständlich. Schön, dass wir uns einigen konnten. Klar. Noch Fragen, bevor es losgeht? Hm. Bist du vom Himmel gefallen? Sehr gut. Ich muss aber hier noch ein paar Sachen erledigen. Geh schon mal runter. Wir treffen uns dann dort. Na klar. Wenn ich immer im Vorbleibe, mache ich mir nie einen Namen. Halt die Sch... Wann kann ich mich endlich mal beweisen? Indem du die Fresse hältst. Passt du auch gut auf? Natürlich, auf dich immer. Darf ich noch ein Foto von dir machen? Ich meine, wir sind ja jetzt Best Friends, wir zwei. Kannst du mal aufhören, mich anzuschauen? Schau jemand anderen an, genau. Ja. Wir brauchen ja auch ein Thumbnail und so, ne? Bei den ganzen neuen Anwärtern brauche ich bald Hilfe, um die Schriftrollen aktuell zu halten. Ja, das kann ich verstehen. Ja, ist gar nicht so einfach, von der Frau ein Foto zu machen. Jetzt schaut sie mich wieder an. Schau mich nicht an! Naja, gut, dann... Ich glaube, sie findet mich gut aussehend. Ich meine, ich finde mich auch gut aussehend. Gut. Gehen wir. Vielleicht kriegen wir woanders noch ein Foto von ihr. Hi. Ramirez, grüß dich. Altes Haus. Ad Victoriam, auf jeden Fall, Mann. Yeah. So, Ich schütze und diene. Das ist gut. Wir gehen in den Unterbau. Ach, da ist er ja. Na dann, ich glaube, du brauchst Feuerschutz, ne? Ich lade schon mal nach. Ich bin bereit. Mein Ausputzer auch. Hi, kann ich jetzt ein Foto von dir machen? Ja, ich kann ein Foto von dir machen. Wie schön. Oh, nein, nicht verschwinden. Bleib da. Dankeschön. So. Ah, da bist du ja. Da bin ich. Also, hast du Lust, dein Verständnis durch ein bisschen Lesen zu erweitern? Ich wollte hier nach Dokumenten aus der Vorkriegszeit suchen. Ja. Das Lesen des Schaltbilds ist ein guter erster Schritt beim Lösen des Problems. What? Willst du dich etwa bei mir einschmeicheln? Denn vielleicht genau ein bisschen. So stellt man das an. Ja. Aber genug davon. Oh. Ich möchte gern anfangen. Gehen wir nach unten und sehen, was wir... Oh, ja, ja. Gehen wir nach unten. Warte mal kurz. Erstmal hier. Bisschen Munition mitnehmen. Und, und weiterziehen. Gut.
Na dann, ich schauen wir uns mal um, ne? Wir sollen Dokumente sammeln und uns informieren. Ha! Entschuldigung. Ha! 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 Ich hätte mich fast in die Luft gesprengt. Hier, bitte. Danke. Was auch immer. Hier ist ein Dokument. Das muss Dr. Hammond sein. Der leitende Atlas-Wissenschaftler. Bei der ersten Durchsuchung haben wir seine Bänder und Protokolle gefunden. Diese Tech hier unten ist sein Werk. Und er hat auch nach dem Krieg daran gearbeitet. Ah, der Mann ist nicht mehr ganz so frisch. Atlas außer Betriebsnahmeunterricht 2. Ich würde gerne die Nummer 1 zuerst lesen, wenn es nichts ausmacht. Das ist die Nummer 3, verdammt. Entschuldigung. Da ist die Nummer 1. Nachdem Dr. Isaac Hammond entlassen wurde, hat LTC Oberlin mich mit der Stilllegung des Atlas-Projekts beauftragt. Dieser Bericht gibt den Projektzustand zum Zeitpunkt seiner Terminierung wieder. Auch wenn das Projekt in den letzten Tests vielversprechend aussah, ist es noch immer zu instabil. Für ein stabil laufendes Gerät wäre zu viel zusätzlicher Aufwand vonnöten. Die Tests haben einige wichtige Schlüsselkomponenten stark beansprucht, darunter den verkleinerten Ionenfokussierer und die primäre Induktionsspule. Auch die Kühlmittelzufuhrpumpen wurden überlastet und an den Druckminderungsventilen wurden mögliche Defekte entdeckt. Mensch, da ist einiges kaputt hier. Hi. Warum ist hier ein Beil? Das ist jetzt mein Beil. Das ist mein Beil. Mein wunderschönes Beil. So, Ionenfokussierer. Unsere Experimente mit einem kompakten Ionenfokussierer haben dazu geführt, dass dieser beim Start anfällig für starke Rückkopplungen war. Er hat den Test überstanden, aber das Design sollte überarbeitet werden, bevor wir weitere Tests durchführen. Induktionsspule ist ebenso anfällig wie der Ionenfokussierer. Wiederholte Nutzung hat eine signifikante Schwankung in der Flussverteilung der Spule zur Folge. Auch hier sollte das Design vor der nächsten Nutzung überarbeitet werden. Ansonsten droht die Spule abzurauchen und die Ersatzteile würden ein nicht unerhebliches Loch in unsere Finanzen reißen und vielleicht auch in die Wand. Kernverarbeitungseinheit. Firmware-Updates konnten Probleme in der Einsatzfähigkeit von Atlas zwar beheben, aber die Rechenleistung, die für die nötigen Befehle aufgewendet werden muss, erfordert eine viel leistungsfähigere CPU. Diese war nicht gerade günstig. Verdammte Kryptominer. Und bei den Testläufen kam es zu zahlreichen Abstürzen. Verdammtes Windows 10. Was die Stabilität der CPU über einen längeren Zeitraum in Frage stellt. Vollständiger Diagnosebericht ausstehend. Okay. Seife. Ekelhaft. Druckaufbau bei den Einlassstellen und Stresstests. Jede Nutzung des Atlas-Geräts erfordert eine signifikante Menge Kühlmittel, damit die Maschine nicht abraucht. Das Kühlmittel durch das Gerät zu pumpen, beansprucht die Rohre, Pumpen und Ventile jedoch aufs Äußerste. Nach mehreren Tests haben wir Anzeichen von Rissen und Bruchstellen entdeckt, ganz abgesehen davon, dass die Konstruktion der Maschine in viel zu kurzer Zeit erfolgte. Strukturelle Schwachstellen könnten zu einem Druckaufbau bei den Einlassstellen führen, was katastrophale Folgen nach sich ziehen würde, wenn diese nicht behoben werden. Hätte man sich mehr Zeit mit dem Design genommen, hätten wir diese Probleme jetzt nicht. Aber der Krieg wartet auf niemanden. Daher warte ich zu äußerster Vorsicht, wenn das Gerät bei zukünftigen Projekten zum Einsatz kommt. Okay. Ich glaube, das ist gut. Reden wir kurz. Lass uns reden. Das dürfte für den Anfang reichen. Lass mal sehen. Bitteschön. Atlas außer Betriebnahmebericht. Das Projekt lief also doch nicht so toll. Ich wusste, dass das alles zu gut klang. Faszinierend. Wow. Da habe ich dich aber ganz schön geheime Sachen lesen lassen. Eigentlich hätte ich dir davon gar nichts zeigen dürfen. Ach, alles gut. Ach, Mist, ich habe leider nicht genug Charisma. Mal kurz. Entschuldigung, ich hab's gleich. Mal gucken, vielleicht habe ich so ein paar. Also wir haben aktuell, pass mal auf, wir haben aktuell 5 Charisma. 8 brauchen wir. Kriegen wir da was hin? Haben wir da noch irgendwelche schönen Drogen oder so, die unser Charisma erhöhen? 5 Intelligenz können wir uns gönnen. Verdammt. Das ist schlecht. Ah, 2 könnten wir reinkriegen. Pass auf. Verdammt.
Ich könnte natürlich hier bei den legendären Skills, nee, könnte ich nicht. Könnte ich. Naja, gut, dann werden wir halt nicht alles erfahren. Das für den Atlas auch. Ja, ja. Wow. Ja, ja. Aber Frau Valdez, ganz ehrlich, ich will nicht rumschnüffeln, sondern tatsächlich helfen. Eine reife Einstellung. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich kann Zwinker. Dir nur wenig sagen. Aber relevant ist Folgendes. Atlas war vor dem Krieg nicht wirklich ein Observatorium. Das war nur eine Tarnung. Das Militär hat hier ziemlich hochentwickelte Dinge erforscht. Wir sollten das untersuchen und herausfinden, was für die Bruderschaft nutzbar ist. Natürlich. Warum hast du nicht gesagt, dass wir eine Militär... danke für die Infos, ich meine natürlich. Ja. Immerhin habe ich dich um Hilfe gebeten. Da ist es nur fair, dass du auch vorbereitet bist. Na klar. Gehen wir ein paar Spuren aus dem Bericht nach. Ich würde gern ein paar wichtige Komponenten untersuchen, die in der Nähe sein müssten. Hier müsste irgendwo ein Terminal sein. Wenn es noch läuft, könnten wir eine Diagnose durchführen. So erfahren wir was über die weniger zugängliche Hardware. In dem Bericht wurde erwähnt, die Zufuhrpumpe stünde unter hohem Druck. Finden wir das Druckminderungsventil und drehen dran. Mal schauen, was passiert. Im unteren Teil dieser Ebene sollte sich ein Schaltkasten befinden. Schauen wir ihn uns doch an, um die elektrischen Verbindungen zu verstehen. Na gut, dann legen wir doch mal los. Das dürfte eine einfache Inspektion sein, also kannst du das machen. Aber ich schaue dir über die Schulter. Okay. Achte auf die Einzelheiten, wir besprechen das dann später. Sowieso. Na gut. Dann führen wir doch mal eine Diagnose durch. Ah, ich diagnostiziere das Diagnoseterminal. Diagnose vollständig, außer Betrieb, Riss festgestellt. Eieiei, da ist viel kaputt, du. Eieiei, du. Da ist ganz schön viel im Eimer. Wir haben wohl Gesellschaft. Oh, wir haben Gesellschaft. Muss nachladen. Bin fast tot. Da kommt noch mehr. Valdez, ich rette dich. Geschafft. Die Verkabelung, glaube ich, sah zerfetzt aus, ne? Da war was. Okay, wir drehen mal am Ventil. Sofort zur Inspektion. Lass uns reden. Ich glaube, das ist kaputt. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, Valdez. Ich vermute es nur. Ich lade schon mal nach. So. Gut, sehen wir uns das Inspektionsergebnis an. Der Diagnosetest hat einige Fehler gefunden. Aber nur ein paar. Unterbrechung in der Induktionsschleife. Das ist gar nichts. Gerissen. Ach, und was? Der Ionfokussierer? Ein bisschen kaputt, aber... Falsch ausgerichtet. Ja. Das ist ein Problem. Auf jeden Fall. Und dann noch das Druckminderungsventil. Wie sah da deine Einschätzung aus? 1A. Auf jeden Fall. Da vermerke ich einfach mal schlecht. Und dann schließlich noch die Kabel. Die waren... Naja, so ein bisschen, also... So ein bisschen durchgekaut aber nur. Aber das können wir reparieren, ganz einfach. Ja, ihr freundlicher Empfang deutet auch in diese Richtung. Okay, tut mir leid wegen der Fragen. Aber im Großen und Ganzen schlägst du dich gut. Dankeschön. Tja, das tut niemand. Deswegen bewerte ich auf diese Weise gern potenzielle Kandidaten. Wenn ich dich Paladin Ramani empfehlen soll, muss ich wissen, ob du es ernst meinst. Bist du aufmerksam? Reagierst du schnell? Immer. Schaffst du es, gewinnst du meine Gunst. Ansonsten denke ich nochmal über die Empfehlung nach. Naja, aber wir verstehen uns ja gut, wir sind Freunde. Die Situation bereitet mir Sorge. Einige Teile würde ich gern ausbauen und im Labor untersuchen. Da wären die Druckanzeige, der Kernprozessor und der Ionenfokussierer. Sie müssten oben sein. Wenn ich sie untersuche, kann ich eine Menge lernen. Wenn wir sie ausbauen und in ordentlichem Zustand in mein Labor bringen.
Ich möchte mir Notizen über den Kern machen. Also überlasse ich den Ausbau der Teile dir. Jeder Ausbau läuft ein wenig anders. Du solltest aber stets behutsam vorgehen. Ich möchte die Komponenten in gutem Zustand haben. Also sei bitte vorsichtig. Noch Vorsicht fragen, ist mein zweiter Vorname. Ich bin absolut bereit und ich meine, wir verstehen uns ja gut, ne? Wir sind ja quasi jetzt schon beste Freundinnen. Ich zähle auf dich. Mal sehen, ja, was du drauf hast. Natürlich. Ich bin Profi. Lasst mich durch. Ach, oben. Natürlich oben. Wusste ich. kurz mal blöd gefragt, muss ich hier rausgehen? Nein? Okay, dann schaue ich nochmal. Da geht's aber nach Fort Atlas. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Frau Valdez, Entschuldigung. Ich hätte da noch eine Frage. Haben Sie kurz, eventuell? Nee? Schade. Naja, gut, dann versuchen wir es mal hier. Zack. Hi, da sind wir ja wieder. Super, okay. Gut, das ist der Ionenfokussierer. Beweglichkeit 8 habe ich, also wir können jede Röhre und jeden Draht lösen und dann alles zusammen herausheben. Ich sagte doch, ich bin Profi. Ich kann das. Oh, guck mal, Wasser. Oh, ich sollte was trinken, ganz dringend. Bisschen Durst. So. Essen schadet uns eigentlich auch nicht, ne? Bisschen Eichhörnchen futtern, kleine Köterkeule reinschieben, wunderbar. Gut, das war der erste Streich. Und der zweite kommt zugleich. Hüpfen wir hier hoch. Und dann hüpfen wir hier hoch. Und dann... Ach, guck mal. Schön. Sicherung und Zange nehmen wir natürlich mit. Lego ein bisschen lecker, lecker. So, na, dann schauen wir uns das mal an, die Druckanzeige. Stärke 4. Habe ich die? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich habe sie. Ich habe sie, weil ich habe mich nämlich gebufft. Top. Ich sag doch, ich krieg das hin. Aber ich glaube nicht, dass ich hier hin muss. Lass mich doch mal hier gucken. Was ist das denn hier? Oh, Patronen. Kühlmittel? Wo ist dieses letzte Teil? Es wird mir hier angezeigt, aber ich glaube nicht, dass ich das hier... Oder? Ah, da ist die Tür. Da ist die Tür. Das Prozessorenterminal. CPU-Verwaltung, bitte. Danke. Jawohl, vollständiges CPU-Entfernungsprotokoll ausführen. Oh, da fällt mir noch was ein. Könntest du vielleicht die Induktionsspule vom Maschinenkern holen? Natürlich. Überhaupt kein Thema. Glück 12. Beide Kabel gleichzeitig durchtrennen. Bumm. Au. Was war das? Au. Ah, ganz schlecht. Entschuldigung. Geheimnisvolle Komponente. Uiuiui. Du siehst einen geheimnisvollen Kanister vor dir. Wir tauschen den mal schnell gegen einen schweren Sack Erde aus. Das klingt nicht gut. Oh, oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Meine Schuld. Sorry. Tut mir leid. Oh, ein Legendärer. Der hat Loot. Her damit. Her damit. Gelehrte Schnuckelhase, ich rette dich. Oi. Ja, aber richtig, du. Oder kommen noch mehr? Oh nein! Bleib weg!
Oh, 3 Sterne legendär. Bumm. Erledigt. Her damit. Her mit dem Loot. Du Schwein. Was ist mit Gewalt? Oh, was? Ach, der Mistfink ist explodiert. Ah, ich bin tot. Tut mir leid, Gelehrte, du musst alleine zurechtkommen. Ich bin im Kampf gefallen. Gelehrte, ich komme. Ich lebe wieder. Ich helfe dir. Ich bin auf dem Weg, ich hänge ein bisschen. So. Was ist das? Hallo. Wir haben es geschafft. Puh. Ja. Was immer du da gemacht hast, dem Sicherheitssystem hat es nicht gefallen. Danke für deine Hilfe. Gerne. Allein hätte ich es wohl nicht geschafft. Nachdem das jetzt erledigt ist, sehen wir uns mal an, was du gefunden hast. Die Druckanzeige scheint in gutem Zustand zu sein. Der Kernprozessor ist makellos. Sehr gute Arbeit. Oh, na klar. Der Ionenfokussierer sieht benutzbar aus. Ja. Oh, mit der Induktionsspule ist alles in Ordnung. Und was ist das? Hm, ist das Ultrazit? Faszinierend. Sieht aus wie eine Art kompakte Energiequelle. Das wurde in keinem Dokument und auf keinem Terminal erwähnt. Wurde damit die ganze Maschine betrieben? Das ist ja verrückt. Das heißt, Ultrazit besitzt unbegrenztes Potenzial. Der Brennstoff der Zukunft. Ich habe Geschichten davon gehört, aber so viel Energie in den Händen zu halten... Projekt Atlas ist vielleicht nicht mehr zu retten. Aber das hier könnte was sein. Ich hatte erwartet, die Maschine benötigt die Energie eines kleinen Reaktors. Und die halte ich gerade in den Händen. Damit könnte ich eine Menge machen. Du warst eine große Hilfe. Ich glaube, unsere Anwärter bekommen bald einen Neuzugang. Hier, bring diesen Brief zu Paladin Ramani. Sie trifft die Entscheidung, ob du in die Bruderschaft darfst. Aber meine Empfehlung könnte helfen. Ich gehe wieder nach oben und schaue mir die Komponenten an. Ich muss alles katalogisieren. Auf jeden Fall hat die Ultrazit-Batterie mein Interesse geweckt. Aus ihrer Rückentwicklung könnte ich eine Menge lernen. Du erhältst auch Zugang zu meinem Terminal mit allen Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, als wir herkamen. Nach dem, was wir gerade erlebt haben, verdienst du mehr über das Projekt Atlas zu erfahren. Schau mal rein, wenn du Zeit hast. Danke nochmal für deine Hilfe und viel Glück beim Paladin. Danke. Ansonsten, ich meine, ich habe ja gehört... Oh, der Faktenfinder. Ich habe ja gehört, Gelehrte, auch Heirat bringt was bei der Bruderschaft. Das heißt, ich meine, bleib doch mal kurz da. Entschuldigung. Hey, hallo. Ich meine, wir verstehen uns ja hervorragend. Bist du noch da? Bestimmt, oder? Also ich meine, wir verstehen uns hervorragend und Wir sind beide der Forschung sehr zugetan. Du hörst mir noch zu, ne? Ja, ja, ja. Ich nehme das mal als ja. Wir sind beide der Forschung sehr zugetan. Lass uns doch einfach heiraten und gemeinsam forschen. Das klingt doch nach einer guten Idee, oder? Schön, dass du zustimmst. Prima. Dann nenne ich dich ab jetzt... meine Frau. Meine Ingame-Frau natürlich. Im echten Leben nicht. Im echten Leben habe ich selbstverständlich was Besseres. Aber Ingame. Ne? Das passt. So. Raus hier und tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Recht herzlichen Dank auch natürlich an alle Kanalmitglieder, die diesen Kanal hier unterstützen. Besten Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.